Singschwäne. Wenn diese großen, eleganten Vögel im Chor rufen, klingen ihre Stimmen angenehm melodisch. Die wilden Schwäne singen im Flug. In unseren Ohren klingen ihre Rufe nach ferner nordischer Landschaft. Das Fernweh, das Reisefieber wecken sie in uns. Doch unser Unternehmen Singschwan beginnt im Norden Deutschlands, an den Ufern der Elbe, nicht weit von Hamburg entfernt. Singschwäne verbringen hier zusammen mit Zwergschwänen den Winter. Auf den Feldern suchen sie nach Nahrung und sie warten auf den Frühling, auf die Zeit zum Aufbruch nach Norden. Diese Vögel, um die sich so viele alte Sagen ranken, wirken vor der Kulisse unserer nüchternen Industrielandschaft wie Besucher aus einer anderen Welt. Doch Island, die Sageninsel im Nordmeer, mit ihren ungezählten Wasserfällen und ihrer zum größten Teil noch unberührten Natur, das ist die richtige Umwelt für die weißen Vögel. Hier auf Island wollen wir die Singschwäne in ihren Brutrevieren einen Sommer lang beobachten. Ein Frachtschiff brachte uns und unsere Ausrüstung von Hamburg über das stürmische Nordmeer nach Reykjavik, Islands Hauptstadt. Auf Schotterstraßen geht es weiter, immer entlang der Küste, entlang den zahllosen Fjorden und vorbei an erloschenen Vulkanen. Für die raue Schönheit von Islands Landschaft, für Fumarolen und Geysire, haben wir nur ein Auge im Vorbeifahren. Wir müssen weiter, in die Berge, in die Brutgebiete unserer Singschwäne. Wir haben genaue Vorstellungen, wo wir die Schwäne finden können, an einsamen Bergseen im Hochland. Davon gibt es genug auf Island und mit dem Finger auf der Landkarte sind wir bereits am Ziel. Doch in der Praxis sind Islands Straßen tückisch. Jetzt im Frühjahr sind die meisten Bergstrecken noch unpassierbar. Schneeverwehungen, Schmelzwasser, Frostaufbrüche versperren uns den Weg. Jetzt, Anfang Juni, liegt der Schnee noch meterhoch in den Bergen. Wegweiser zeigen Straßen an, die der Winter vielleicht erst in ein, zwei Monaten freigibt. Überall in dieser Weite liegen nach unserer Karte zahllose Seen und Tümpel. Doch wir sehen nur Winterlandschaft, Eis und Schnee und kaum passierbare Straßen. Drei Wochen, so vermuten wir, sind wir zu früh im Brutrevier der Singschwäne eingetroffen. Doch dann, noch weißer als der Schnee, Singschwäne, wie Märchenvögel. Trotz Wind und Kälte sind sie schon hier. Geduldig stehen die großen Vögel in der weißen Wildnis und warten. Warten, dass die Junisonne das Eis auf ihrem Brutsee schmilzt. Eisenten, sie machen ihrem Namen alle Ehre. Auch sie müssen warten. Die Junisonne gibt ihr Bestes. Die Tage sind lang im nordischen Sommer. 20 Stunden arbeitet die Sonne täglich an den Überresten des Winters. Wir staunen, wie schnell die Sonne Islands Landschaft verwandelt. Mitte Juni auf den Hochflächen blinken die Bergseen. Die befreite Natur atmet auf
und unsere Singschwäne beginnen ihren kurzen, intensiven Nordlandsommer. Der Gesang der Singschwäne, Balzrufe im Duett vorgetragen. Die Vögel sind aufeinander eingespielt, in Rufen und Bewegungen. Singschwanpaare bleiben ein Leben lang zusammen. Und bei so einem altgedienten Ehepaar wird nicht mehr lange geflirtet und gebalzt. Die beiden Schwäne fühlen sich hier zu Hause. Ihr Verhalten zeigt uns, hier an diesem See wollen sie brüten und ihre Jungen großziehen. In den nächsten Tagen werden sie also mit dem Nestbau beginnen. Die Frage ist nur, wo? Eigentlich müsste ein großer weißer Vogel in dieser weiten, offenen Landschaft leicht zu sehen sein. Doch die vielen weißen Schneereste machen die Suche nicht gerade leicht. Leider sind Singschwäne ungewöhnlich scheue Vögel. Und wir müssen deshalb aus großer Distanz beobachten. Aufsteigende Warmluft in kalter Umgebung, das Luftflimmern. Auf großer Entfernung wirkt alles unscharf und verschwommen. Was war das? Schneefleck oder Schwan? Schneefleck mit Hals, dann also Schwan. Nur ein paar Stunden später kalter Wind. Kein Luftflimmern mehr, dafür Schneetreiben. Einer der Schwäne schläft, der andere sitzt auf einem großen Nest und trotzt dem Islandwetter. Jetzt sehen wir auch, dass der große Nesthügel kein frisches Bauwerk ist, sondern wohl schon seit vielen Jahren diesem Schwanenpaar als Nistplatz dient. Gräser und Kräuter haben mit ihren Wurzeln das Nest auf Dauer gefestigt. In jedem Frühjahr können sich die Schwäne also ohne große Vorarbeiten in ihr gemachtes Nest setzen. Nasskaltes Schneetreiben und das am Pfingstsonntag. Strahlende Sonne am nächsten Morgen. Islands Wetter zeigt, was es kann. Aus den Schneeflocken sind glitzernde Wassertropfen geschmolzen. Ein goldener Morgen. Alles strahlt Ruhe und Harmonie aus. Auf dem Bergsee schwimmt der Schwan seine Kreise, hält Wache bei seiner brütenden Frau. Das Schwanenweibchen ist schläfrig, hat Mühe, die Augen offen zu halten, der Kopf wird immer schwerer. Vierzig Tage wird das Schwanenweibchen auf dem Nest ausharren und brüten. 40 lange Tage nur sitzen, brüten, das wäre auch für uns langweilig. Das Männchen wird in dieser Zeit seine Frau beschützen. Aber beim Brüten ablösen wird es sie nicht. So ist es Sitte bei den Singschwänen. Ein wenig Abwechslung in den Schwanenalltag bringen die Eisenten, die auch auf unserem Bergsee leben. Im warmen Licht der Morgensonne tanzen Mücken ihren Hochzeitstanz. Es ist Frühling und deshalb ist das Eisentenmännchen nervös und aggressiv. Nebenbuhler werden wütend vertrieben.
Der Streit der Eisenten um Revier und Partner zeichnet auf der Wasseroberfläche stimmungsvolle Bilder im Morgenlicht. Und das sind Odinshühnchen, zierliche, winzig kleine Schnepfenvögel. Mit hektischen Bewegungen suchen sie nach Nahrung. Das blass gefärbte Vögelchen ist das Männchen, das bunte ist das Weibchen. Eine Ausnahme in der Vogelwelt, in der normalerweise die Männchen das auffälligere Gefieder haben. Baden nach Odins Hühnchenart, quirlig und gründlich. Das Baden und überhaupt alles, was die spatzengroßen Odins Hühnchen tun, wirkt nervös und hektisch. Schon dadurch sind sie das absolute Gegenstück zu den bedächtigen Singschwänen. Auch in der Größe zeigt sich der Gegensatz. Odins Hühnchen mit 30 Gramm Gewicht sind sie die kleinsten Vögel auf unserem See. Und erst 300 fette Odinshühnchen würden den größten am See, den Singschwan, aufwiegen. Das Gelege des Odinshühnchens, gut versteckt im hohen Gras. Das Weibchen hat die Eier hier abgelegt und damit seine Pflicht erfüllt. Es ist der Vater, der hier zum Nest schleicht. Er allein ist für das Bebrüten des Geleges und für die Aufzucht der Jungen zuständig. Wie gesagt, bei den Odinshühnchen sind die Rollen vertauscht. Nicht nur die Buntheit des Gefieders. Er schließt den Vorhang. Nicht gesehen zu werden, ist für den brütenden Odinshahn lebenswichtig. Wahrscheinlich hat er deshalb auch das schlichtere, das besser getarnte Gefieder. Singschwäne sind eine der drei Schwanenarten, die in Europa leben. Die häufigste und uns vertrauteste Art ist allerdings der Höckerschwan, der in meist halbzahmer Form auf Parkteichen, Flüssen und Seen lebt. Die Höckerschwäne haben einen roten Schnabel mit einem schwarzen Wulst, dem Höcker. Selten hört man von ihnen mehr als ein paar zischende Laute. Der dritte im Bunde, der Zwergschwan, brütet in der Tundra Sibiriens und Nordskandinaviens. Er sieht aus wie ein kleiner Singschwan und auch er hat einen schwarz-gelben Schnabel. Unser Männchen ist zum Nest gekommen und beschäftigt sich mit Nistmaterial. Andeutungsweise zeigt er Nestbauverhalten. Damit signalisiert er seinem Weibchen, dass er sich jetzt um das Nest kümmern will, das sie jetzt frei hat. Sorgsam deckt sie das Gelege zu mit weichem Nistmaterial. So sind die Eier geschützt vor Auskühlung und vor den Blicken der Feinde. Bewegung nach der langen Sitzerei tut sichtlich gut. Während der 40 Tage Brutzeit nehmen Singschwanweibchen nur wenig Nahrung zu sich.
Singschwäne ernähren sich hauptsächlich von Gras und Kräutern. Den langen Schwanenhals haben die Vögel, um auch die Wasserpflanzen am Grunde des Sees zu erreichen. Aber hier, in diesen Bergseen auf Island, wachsen kaum Wasserpflanzen. Unsere Singschwäne müssen sich mit Landpflanzen begnügen, die sie wählerisch zwischen dem trockenen Gras zupfen. Das Männchen hält Wache und baut hier und da am Nest. Nötig sind die Reparaturen nicht, denn der Hügel ist in gutem Zustand und vom Pflanzenwuchs befestigt. Aber die vielen kleinen Torfstückchen, die das Männchen auf den Rand legt, lassen das Bauwerk vielleicht 1-2 Zentimeter höher wachsen. Warnrufe, unser Schwan ist beunruhigt. Sicher wegen des Kolkrabens, der gerne die Eier fressen würde. Doch solange die Schwäne wachsam sind, hat auch der vorbeischnürende Eisfuchs in seinem dunklen Sommerfell keine Möglichkeit, sich ein Frühstücksei zu schnappen. Fuchs und Rabe in der Nähe, da kehrt das Weibchen lieber auf schnellstem Wege zu seinem Nest zurück. Gerne hätten auch wir einmal in das Nest geschaut und die Eier gezählt. Aber wir trauen uns nicht, die Singschwäne zu stören. Wir sind heilfroh, dass die sehr scheuen Vögel wenigstens unser Filmversteck akzeptiert haben. Und mehr wollen wir ihnen nicht zumuten. Das Schwanenweibchen drückt die restlichen Wassertropfen aus seinem Brustgefieder. Das macht es sehr gewissenhaft. Und vor der nächsten stundenlangen Sitzung werden auch die Mückenstiche ausgiebig bekratzt. Tollpatschig und unbeholfen wirken die majestätischen Schwäne auf dem Land. Das liegt an ihren riesengroßen Schwimmfüßen. Das Männchen schläft. Ruhe ist wieder eingekehrt am Nest der Singschwäne. Wir wüssten gerne, seit wie vielen Jahren dieses Schwanenpaar schon in treuer Einehe zusammenlebt und in wie vielen Sommern sie an diesem See gemeinsam ihr Nest bewacht haben. Ein fremder Schwan fliegt rufend über den Bergen. Es könnte ein Nachbar sein oder ein umherstreifender Junggeselle. Egal wer er ist ein Eindringling. Die Rufe unseres Weibchens bedeuten so viel wie: Das ist mein Revier, halt dich da raus. Der fremde Schwan kommt näher, fliegt auf unseren Schwanensee zu. Provozierend dreht er eine Runde direkt über dem Nest. Das bringt unser Weibchen in höchste Erregung. Aggressiv ist sie von den Eiern aufgestanden. Gemeinsam signalisieren unsere Schwäne mit ihren Rufen und Gesten Abwehrbereitschaft und Gebietsanspruch. Der dreiste Nachbar fliegt immer tiefer seine Runden über fremdem Territorium.
dann, wenig später, tauchen zwei Schwäne auf. Der Eindringling hat seinen Partner mitgebracht. Das Flügelschlagen und Rufen unserer Schwäne ist Drohverhalten. Doch es sieht der Balzzeremonie der Singschwäne sehr ähnlich. Davon ist es vermutlich abgeleitet. Und es bedeutet jetzt, schaut her, wir sind ein eingeschworenes Ehepaar, das zu allem entschlossen ist. Darum haut ab, lasst uns und unsere Wir in Ruhe. Doch die Eindringlinge wollen nicht verstehen. Frech landen sie auf dem fremden See und das gibt Ärger. Auf dem Wasser sind die Eindringlinge endlich abgezogen. Unser Schwanenpaar kommt aber nur langsam zur Ruhe. Wir verlassen unseren Schwanensee für ein paar Tage. Wir wollen die Berge durchstreifen, nach anderen Tieren suchen und schauen, wie weit der Sommer fortgeschritten ist. Seine Vorboten, den zarten Islandmohn, hat die Sonne bereits zwischen den Steinen hervorgelockt. Ganz oben sind die Berghänge steinig, fast nur noch Moose und Flechten, trotzen dem ständig wehenden kalten Wind. Oh Schreck, fast wäre ich draufgetreten. Der kleine Vogel schleppt sich schwer verletzt über den Boden. Solch ein flügellahmer Vogel ist eine leichte Beute. Jeder Feind, jeder Eisfuchs würde ihm folgen. Doch uns narrt der Meerstrandläufer nicht mit seinem Trick. Keinen Schritt dürfen wir weitergehen, denn wovon er uns weglocken will, liegt direkt vor unseren Füßen. Und plötzlich ist er wieder gesund. Er hat sein Täuschungsmanöver aufgegeben. Der Meerstrandläufer hat schnell gemerkt, dass wir ihm nicht feindlich gesonnen sind. Wir sind ihm, als er flügellahm spielte, nicht gefolgt, sind nicht auf sein Verleiten eingegangen. Also sind wir harmlos. Und deshalb kommt er schnell Richtung Nest zurück. Wir warten auf ihn, regungslos, dicht neben seinem Gelege. Er hat uns geprüft und als harmlos befunden. Ganz nah können wir bei dem kleinen Vogel liegen, der sich vertrauensvoll auf seinem Nest zurechtgesetzt hat. Wir genießen diese Situation, denn die scheuen Singschwäne, die jedes Mal nervös reagierten, wenn wir uns ohne Versteck näher als 800 Meter zeigten, haben uns in der letzten Zeit ein richtig schlechtes Gewissen anerzogen. Für den kleinen Meerstrandläufer vor uns sind wir nicht die bösen Buben wie für die scheuen Singschwäne. Wir lassen ihn in Ruhe weiterbrüten, den Meerstrandläufer, an seinem kalten, windigen Platz in steiniger, weiter Landschaft, in die er sich einfügt, als wäre er ein Stück davon. Nur wenige Vogelarten trotzen dem rauen Klima in Islands Bergen. Schneeammern, diese kleinen, anspruchslosen Vögel, sind typisch für karge Lebensräume. Man trifft sie in allen Höhenlagen. Und die schwarz-weißen Männchen singen bei jedem Wetter, bei Sonne oder Nebel, bei Regen oder Sturm.
In der Steinwüste auf den Hochflächen ist das schlicht gefärbte Schneeammerweibchen kaum zu sehen. Es trägt Futter im Schnabel, Nahrung für die Jungen, die unter den Felsen wohnen. Auch das Schneeammermännchen bringt Futter. Insekten, die sich jetzt im Sommer leicht und in Menge fangen lassen. Für diese Vaterpflicht muss es seinen Sangeseifer kurz unterbrechen. Auf ein Kommando schießen die Köpfe der Jungen hoch. 5 Schreihälse warten auf ihn, jeder will seinen Teil bekommen. Alle paar Minuten eine neue Portion. 20 Stunden jeden Tag. Die Jungen wachsen in Rekordzeit heran, in ihrem gut geschützten Nest, tief unten zwischen den Steinen. Zurück zum Schwanensee. Auch bei den Odinshühnchen gibt es Neues. Kaum einen Tag ist das Junge alt und noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Eins, zwei, drei, vier haben sie unter Vaters Bauchgefieder gewärmt. Die jungen Odinshühnchen sind winzig klein. Neben ihrem ohnehin nur spatzengroßen Vater wirken sie nur wie ein Hosenknopf mit Schnabel und mit langen Füßen. Bereits kurz nach dem Schlüpfen haben sie das Nest verlassen. Junge Odinshühnchen sind Nestflüchter. Vom Altvogel werden sie geführt, beschützt und gewärmt, aber nicht gefüttert. Von der ersten Stunde an müssen sie sich ihre Nahrung selbst erjagen. Eine kleine weiße Motte war die erste Beute und gleich pirscht das Odinshühnchen weiter auf seinen wackeligen Füßen mit Schwimmhäuten. Wir haben fast vergessen, dass es nicht die Vogelmutter, sondern der Vater ist, der hier die Jungen zum Wasser führt, zum Riedgrasdickicht am Schwanensee. Gleich beim allerersten Versuch klappt das Paddeln perfekt. Auch wenn es komisch aussieht, die Jungen sind gute Schwimmer. Odinshühnchen sind Schnepfenvögel, aber viel besser als ihre Verwandtschaft sind sie dem Wasserleben angepasst. Nahrungssuche, Balz und Hochzeit, 3/4 eines Odinshühnchenlebens spielt sich auf dem Wasser ab. Nur in diesem zarten Alter müssen die Jungen ab und zu an Land, um sich unter Papas Gefieder zu trocknen und zu wärmen. Endlich kommt auch das vierte gerannt und sucht sich ein trockenes, warmes Plätzchen.
Wenn man dieser Familie zarter Vögel zuschaut, verblüfft die Tatsache, dass die Odinshühnchen den Winter auf dem offenen Meer verbringen. Mitten auf dem Ozean, zwischen meterhohen Wellen, suchen die zerbrechlichen Vögel während der kalten Jahreszeit nach Nahrung. Wir sind zurückgekehrt zu unseren Schwänen. Das Weibchen sitzt ruhig auf dem Nest und brütet geduldig, wie immer in den vergangenen Wochen. Auf den ersten Blick fällt uns nichts auf. Alles scheint beim Alten zu sein, bis auf eine Kleinigkeit, ein Stück Eischale. Und weg sind sie wieder, die jungen Schwänchen. Die Mutter hat sie unter ihre Fittiche genommen. Erst wenn ihr Dunengefieder völlig trocken ist, dürfen die Küken raus. Wie viele stecken wohl noch im Nest? So klein. Und schon streiten. Wahrscheinlich ist die Auseinandersetzung mehr Spiel als Ernst. Aber vielleicht kommt hier auch schon etwas vom Wesen erwachsener Singschwäne durch, von den Einzelgängern, die außer ihrem Partner niemanden im Revier dulden. Mutter schafft Ruhe, klappt den Schwanz hoch und schon sind die Streithähne getrennt. Junge Schwäne sind Nestflüchter und das ist deutlich zu sehen. Gleich nach dem Schlüpfen aus dem Ei erwacht ihr Unternehmungsgeist. Und sobald sie trocken sind, sind sie nur noch schwer zu bremsen. Klettern unstet auf Nestrand und Altvogel rum und wollen weg. Sie wollen zum Wasser. Nummer 3 erscheint. Und wir sind sehr gespannt, ob sich noch ein Junges unter dem Bauchgefieder der Schwanenmutter versteckt. Denn 3 bis 5 Junge, das wäre normal bei Singschwänen. Die 3 Küken sind abmarschbereit und auch das Schwanenweibchen wirkt unternehmungslustig. Doch auf irgendwas warten die Vögel noch. Das Schwanenmännchen, der Vater, kommt vom Fressen zurück. Wahrscheinlich hat seine Familie auf ihn gewartet. Lautstarke Begrüßung und kaum ist er richtig gelandet, steht das Schwanenweibchen auf. Mit doppelter Rolle und Bauchlandung starten die Kleinen ins Schwanenleben. Zum ersten Mal verlassen sie das Nest. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es sind 4 gesunde Küken, die die Mutter mit leisen Rufen zum Wasser führt. Die Jungen haben es geschafft. Familie Schwan hat den See erreicht. Und obwohl es das erste Mal ist, schwimmen die Küken wie Profis. Schwäne sind Wasservögel und auf dem Wasser wirken sie stolz und elegant.
Die Jungen sind übermütig, sie fangen schon wieder mit Rangeln an. Sie bewegen sich so sicher und selbstverständlich auf dem Wasser, kaum zu glauben, dass sie erst seit ein paar Minuten schwimmen. Bereits von Anfang an sind die Schwanenküken so gut an das Wasserleben angepasst, dass sie stundenlang mit ihren Eltern auf dem See bleiben können. Ihr zartes Flaumgefieder ist wasserabstoßend und schützt sie gut vor Kälte und Nässe. Die Schwäne sind draußen auf dem See, weit weg von ihrem Nest. Zum ersten Mal nach all den Wochen gehen wir zum Nesthügel. Jetzt stört es die Schwäne nicht mehr. Endlich können wir das Bauwerk aus der Nähe untersuchen. Sicher ist es seit vielen Jahren in Betrieb, denn es ist dicht mit Gras bewachsen. Das macht den Hügel so stabil und dauerhaft. Nicht einmal Islands harte Winter konnten das Nest beschädigen. Inzwischen haben sogar Weiden darin Wurzeln geschlagen. In diesem Dauernest müssen die Schwäne in jedem Frühjahr nur die Mulde neu auspolstern, mit trockenem Moos und feinen Daunen. Ein Rest Schale gibt uns eine ungefähre Vorstellung von der Größe der Schwaneneier. Sicher können unsere Schwäne im kommenden Frühjahr das dauerhafte Nest wieder benutzen. Wattebäusche im Morgenlicht. Die sumpfigen Buchten an unserem Schwanensee sind überzogen mit Fruchtständen des Wollgrases. Mücken, sie tanzen in der wärmenden Morgensonne. Die Nacht haben unsere Schwäne wieder auf dem Nest verbracht. Jetzt sind sie unterwegs zum Wasser. Der zweite Tag auf dem Wasser im Leben der Jungen. Er wird ganz geruhsam begonnen, nichts hetzt die Schwäne. Die Schwaneneltern haben jetzt nicht mehr viel zu tun, sie müssen die Jungen nur führen, auf sie aufpassen. Ihr Futter suchen sich die Kleinen von der ersten Stunde an selbst. Die Küken picken in das Wasser gefallene Mücken von der Oberfläche ab. Der Kolkrabe sitzt wieder auf seinem Stein und schaut zu. Er wartet immer noch auf eine Gelegenheit zum Räubern, auf einen unbewachten Augenblick. Die jungen Schwäne wachsen aber schnell heran und instinktiv halten sie sich immer dicht bei ihren Eltern auf. Auch beim schnellen Schwimmen strampeln sie auf Tuchfühlung im Kielwasser der Alten. Kurze Pause an Land, die Altvögel nutzen sie zum Putzen. Für die Kleinen eine Abwechslung im Futter, sie zupfen Gras. Bei dem guten Futter werden die Jungen schnell wachsen. Bereits im September, wenn der Winter kommt, werden sie fliegen können. Aber erst in 4 Jahren sind sie reif für eine eigene Familie. Und vielleicht werden wir dann an einem der Bergseen Islands ihre Trompetenrufe hören können. Thank you.
wenn es auch immer kalt und windig war an unserem Bergsee, so war es doch ein großes Erlebnis, die Trompetenrufe der wilden Singschwäne in der Weite von Islands Bergen zu hören und diese scheuen Vögel einmal ganz privat aus der Nähe zu beobachten.